Hallo und schönen guten Tag, herzlich willkommen zu meinem 401. Video. Ich musste einen kleinen Nachtrag machen, denn ich habe vergessen im letzten Video bei der Verdopplungszeit, man kann das auch allgemein berechnen. Und zwar mache ich das hier einmal vor. Das ist jetzt also Video. Wo bin ich? Das ist jetzt Video 402. Es tut mir leid. Gut, also Verdopplungszeit. Der Ansatz ist, Verdopplungszeit ist ja der Anfangswert, wird immer verdoppelt. Das ist der Ansatzwert und ich setze immer c mal a hoch x gleich 2c. Ja, so wie ich das eben mit 300 und 600 gemacht habe. Und anschließend werde ich durch systematisches Rechnen die Sache nach x hin auflösen. Also ich dividiere erstmal durch c. Das darf ich sicherlich machen, weil der Anfangswert ungleich 0 ist. Dann kriege ich a hoch x gleich 2 raus. Dann nehme ich einen beliebigen Logarithmus. Ich nehme hier wieder den 10er-Logarithmus und schreibe aber die 10 aus faulheitstechnischen Gründen nicht dran. Dann habe ich hier Logarithmus von a hoch x gleich Logarithmus von 2 und das Logarithmusgesetz Logarithmus von a hoch b gleich b mal Logarithmus a wende ich an. Bitte entschuldigt die Schmiererei. Und dann kriege ich hier raus x mal Logarithmus a gleich Logarithmus 2. Und wenn ich jetzt durch Logarithmus a dividiere, dann habe ich die Verdopplungszeit, die berechne ich also in diesem Fall, die berechne ich also immer, indem ich den Logarithmus 2 von 2 durch den Logarithmus von a dividiere. Wenn hier jetzt eine 3 steht, dann hat man eben Verdreifachungszeit oder Vervierfachungszeit. Also dieser Faktor gibt immer die Vervielfachung an. So, eigentlich wollte ich aber in diesem Video jetzt die Halbwertszeit machen, mache ich auch. Und zwar nehme ich wieder das Beispiel, das ich im vorletzten Video gemacht habe. Muss ich mal eben nachschlagen, genau. Also ein Stoff, von dem ich am Anfang 2 Milligramm habe, zerfällt minütlich mit 30%. Ich hatte im vorletzten Video erklärt, dass dann das A 0,7 ist und die zugehörige Funktionsgleichung hierzu ist f von x gleich 2 mal 0,7 hoch x. Wieder die Frage, analog, wann hat sich der Anfangsbestand halbiert? Wann habe ich hier, also nach irgendeiner gewissen Zeit, bekomme ich die Hälfte des Anfangsbestandes raus? Das wäre also hier die 1 und ich möchte gerne wissen, wie lange dauert das? Man macht den Ansatz wie bei der Verdopplungszeit. Und da das jetzt nicht so schwierig ist, darf ich vielleicht gleich mal das allgemein machen. Ich setze also an c mal a hoch x, das ist die Funktion, gleich 0,5 mal c. Ihr seht, hier hat sich das c also halbiert. Analog kann man das auch machen mit, wann hat sich der Anfangsbestand gedrittelt oder geviertelt oder also ist auf ein Drittel abgerutscht, auf ein Viertel oder so weiter. Ich dividiere, das habe ich ja im letzten Video schon erklärt, bei der Verdopplung durch c kriege ich a hoch x gleich 0,5. Ihr seht, dieses 0,5, dieser Faktor, der zieht sich jetzt durch die ganze Rechnung. Dann logarithmiere ich. Ich nehme wieder zur Basis 10 und lasse die 10 aus Faulheitsgründen weg. Logarithmus von a hoch x gleich Logarithmus von 0,5. Dann kommt wieder das Logarithmusgesetz. Also der Logarithmus von a hoch x ist x mal Logarithmus a. Logarithmus 5 bleibt stehen. Ich dividiere durch Logarithmus a und erhalte x ist gleich Logarithmus von 0,5 durch Logarithmus von a. Das ist diese allgemeine Formel. Und wenn ihr jetzt auf ein Drittel den Bestand haben wollt oder auf ein Viertel, dann steht hier oben eben Logarithmus von ein Drittel oder Logarithmus von 0,25 oder entsprechende Werte. Zu unserem Beispiel passt hier Logarithmus von 0,5. Das war ja Halbierungszeit und der Zerfallsfaktor war 0,7 und wenn man das in den Taschenrechner eingibt, dann kriegt man etwa raus 1,94, also etwa 2, ja, nach 2 Minuten hat sich das also schon halbiert, etwa nach weniger als 2 Minuten.
Ja, im nächsten Video seht ihr, werde ich ein bisschen über Lösungstechniken bei exponentiellen Prozessen erzählen. Ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wenn ihr die Unterlagen haben wollt, dann könnt ihr euch die auf meiner Homepage www.raphael-bierer.de als PDF-Dokument downloaden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.